Hallo und herzlich willkommen zu Hirschhausen zu Haus. Wow, gestern mehr oder minder spontan entstand die Pilotsendung, sozusagen die Nullnummer, und heute Sendung Nummer 1. Euer Zuspruch macht mich mutig, denn 100.000 haben das gesehen schon und offenbar, obwohl so viel schon über die Corona-Epidemie hier und da und dort gesendet wurde, ist der Bedarf groß nach Orientierung, nach Einordnung, nach der Frage, was kann ich selber tun und wo sind die positiven Seiten, die es mir ermöglichen, ohne bekloppt zu werden, in Quarantäne zu bleiben. Das sind also meine Rubriken. Die Grafik ist so ein bisschen noch hinterher. Also wir wollen uns beschäftigen mit Status Quo, Helden der Krise und Grün, die Hoffnung, unter Quarantäne. Das sind meine Rubriken. Meine Frau hat eindeutig die bessere Handschrift als ich. Wir haben jetzt auch ein schönes neues Logo und die Idee dazu verdanke ich Michael Berger, einem Künstler, der mir das hier schon mal geschenkt hat, ein Hirsch und ein Haus, Hirschhausen zu Haus. Also wir werden professioneller und kreativer jeden Tag. Wie gefährlich die Situation ist, das haben offenbar noch nicht alle verstanden. Und darum ging es gestern auch bei Ilna, dass sich viele zwar schon dran halten, die Straßen sind weitgehend auch leer, aber es bahnt sich so ein Konflikt an zwischen Jungen und Alten. Und es ist schwer, Jugendlichen, die natürlich voller Tatendrang sind und denken, Mensch, jetzt breche ich alle Regeln, jetzt habe ich vielleicht auch Abi und Mottowoche und was ein Scheiß, Corona ist doch sowieso nicht mehr als eine harmlose Erkältung, denen zu sagen, nee, es kommt auf jeden Einzelnen gerade an. Und warum das wichtig ist, da denke ich, hört auf eure Großeltern. Macht euch klar, dass die meisten von euch hoffentlich noch Großeltern haben. Und wer sich glücklich schätzt, 4 zu haben, kann sich klar machen, wenn Corona weiter ungebremst sich weiter ausbreitet, heißt das, dass mindestens einer von diesen 4 das nicht überleben wird. Ich hatte die Gelegenheit, Christian Drosten nach der Sendung noch kurz zu sprechen und ein Thema, was vielen von euch auch offensichtlich beschäftigte, war, es kursieren so viele Videos, so viele verschiedene Quellen, wo man nie so genau weiß, wer steckt dahinter. Und eine Quelle, die gerade sehr viele mir auch geschickt haben, was hältst du davon, ist ausgerechnet auch noch ein Arzt, der sich sozusagen als Experte ausweist, und was Christian Drosten dazu sagt, ist ziemlich eindeutig. Naja, also wenn man jetzt hier jetzt sagt, das hat alles keine Bewandtnis, dann ist es natürlich schon irreführend. Also wir müssen ja hier einen gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsprozess führen, um etwas zu vermitteln, das extrem schmerzhaft ist in der sofortigen Wirkung und gezielt ist auf etwas, das über einen Monat in der Zukunft liegt. Und das ist extrem schwer zu vermitteln. Und wenn solche Störstimmen dann dazukommen, dann macht das ganz viel kaputt. Also das macht nicht nur Unsicherheit und Ärger, sondern das kostet Menschen in diesem Fall. So wie wir beim Essen ja drauf achten, keinen Schund zu essen, und so wie wir auch gelernt haben, uns die Hände zu waschen, um keinen Dreck und keine Infekte weiterzugeben, so sollten wir uns auch bei Informationen, die wir weitergeben, genau solche Hygieneregeln auferlegen. Ganz wichtig, kein Stuss reden, kein Stuss verbreiten, und das ist das Gebot der Stunde und das gilt eigentlich sonst auch, aber gerade jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, heute Morgen war wieder die Pressekonferenz mit Lothar Wieler, dem Chef vom Robert-Koch-Institut. Und man sieht ihm echt an, dass ihm die Situation nahe geht. Diese Epidemie nur verlangsamt, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Distanzierung, Abstand halten. Das Virus wird in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragen. Jeder muss verstehen, dass er mindestens 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten soll, damit er keinen anderen ansteckt. Wer krank ist, bleibe bitte zu Hause. Und wenn er zu Hause bleibt, bleibe er bitte auch so weit wie möglich, distanziert er sich eben von seinen Mitfamilienmitgliedern, um sie nicht anzustecken. Das Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Wir alle können die Übertragung dadurch verlangsamen oder einstellen. Social Distancing. Mal gucken.
zwei Meter. Ob wir hier bei Hirschhausen zu Hause die Distanz wenigstens einhalten. Also, nicht näher an den Bildschirm. Nein, Quatsch, aber für draußen ist das ein sehr, sehr guter Maßstab. Die machen Medis versus Covid-19, Medizinstudien im Kampf gegen Corona. Und da gibt es jetzt eine Seite, die versucht sozusagen das Matching zu machen. Medizinstudierende sind natürlich noch keine ausgebildeten Ärzte, aber viele haben Pflegepraktikum, viele haben vielleicht auch vorher in der Pflege gearbeitet, haben Rettungssanitäter oder was das gelernt waren, vielleicht auch im Zivildienst noch, haben also Fähigkeiten, die jetzt gerade händeringend gebraucht werden. Und deswegen auch der Aufruf an alle Fachschaften, an alle Unis, rekrutiert, wo ihr könnt. Denn jetzt haben wir noch ein kleines Zeitfenster, Menschen auch anzulernen, vielleicht auch ehemalige Pflegekräfte, auch ehemalige Ärzte. Und damit haben wir noch ein Zeitfenster, die an die modernen Geräte auch wieder heranzuführen, einzuarbeiten. Denn unter Volllast, wie gestern die Vorsitzende des Marburger Bundes gesagt hat, unter Volllast, wenn auf gut Deutsch alle schon bis am Anschlag arbeiten, dann hat man auch keine Zeit mehr, jemandem zu zeigen, was jetzt wichtig ist. Das war die Rubrik Helden der Krise. Und damit kommen wir direkt zur nächsten Kategorie, nämlich unter Quarantäne. Unter Quarantäne, was meine ich damit? Einem kann bei der Nachrichtenlage aktuell ja wirklich der Arsch auf Grundeis gehen, aber dagegen hilft kein gehortetes Toilettenpapier. Was wir brauchen, sind Beatmungsgeräte, wir brauchen Fachpersonal, wir brauchen gesunden Menschenverstand. Bleib zu Hause, bleib munter, hilf, wo du kannst. Es kommt auf jeden von uns an. Gestern hatte ich ein Telefongespräch mit Klaus Lieb. Das ist der Chef von einem Leibniz-Institut, die Resilienzforschung in Mainz betreiben. Und dahinter steckt die Erkenntnis, dass viele Menschen auch in Krisen Kräfte entwickeln und über sich hinauswachsen können und dass es auch Schutzfaktoren gibt, die man auch vorher schon sozusagen trainieren kann. Und ich habe für euch mal drei rausgesucht. Der erste Punkt: bewusst mit Informationen umgehen. Ich verstehe das total, dass jeder das Gefühl hat, oh Gott, es sind gerade so viele Neuigkeiten, ich muss ständig online sein, ich muss ständig auf den Portalen rumgucken, dass ich auf keinen Fall was verpasse. Dazu neige ich natürlich auch, aber ich weiß, das tut auf Dauer nicht gut. Deswegen rät der Psychiater, gezielt sich bewusst die Informationen suchen, aber vielleicht einfach zu sagen, zweimal am Tag reicht, morgens und abends, und dafür eine feste Zeit sich vornehmen und dann auch gezielt wirklich nur auf Seiten gehen, wo man weiß, wer dahinter steht. Karl Lagerfeld hat gesagt, wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ganz so krass würde ich es nicht sehen, aber auch die Resilienzforscher sagen, beim Homeoffice für die Leute, die zu Hause sein müssen und von dort aus arbeiten sollen, ist es wichtig, Routinen zu behalten und auch Routinen zu entwickeln. Also der Tipp: Tagesstruktur, wenn es irgendwie geht, mit festen Uhrzeiten verbinden. Dann essen wir, dann ist das dran, dann habe ich sozusagen die Rolle, dann bin ich im Office und dann bin ich auch wieder für die Familie da oder für die Freunde. Und was der Klaus Lieb auch ganz ernst sagte, ist, natürlich gibt es Menschen, die schon sowieso psychisch belastet sind, auch vielleicht mit Depressionen zu tun haben, mit Suchterkrankungen. Das wird natürlich in Isolation viel, viel schwieriger, da standzuhalten. Und es ist überhaupt keine Schande zuzugeben, dass man nicht mehr kann. Und deswegen auch hier nochmal der Tipp: Telefonseelsorge oder sich auch an die Kassenärztliche Vereinigung, ans Patiententelefon zu wenden, ist keine Schande. Gerade mit akuten Suizidgedanken ist es ganz wichtig, diese Gedanken von einer zweiten Warte aus zu sehen, zu lernen und zu wissen, dass die auch krankheitsbedingt einfach auftauchen und auch wieder weggehen. Das war der ernste Teil, aber Hirschhausen zu Hause hat ja auch unter Quarantäne die grüne Farbe gewählt, weil wir auch Hoffnung verbreiten wollen und ein bisschen Humor. Und meine wunderbaren Kollegen von Hirschhausens Quiz des Menschen sind immer sehr, sehr findig,
was es im Netz auch an kuriosen Dingen gibt und wie Menschen zu Hause die Zeit kreativ herumgebracht haben. Schaut mal. Die Krise ist ernst, sie ist schlimm, aber nicht an die positiven Gefühle, die in der Solidarität, in der Quarantäne, im Miteinander entstehen, zu appellieren, werden sie sie nicht besser bewältigen. Also sich weiter anstecken mit guter Laune, aber mit nichts anderem. Das ist mein Wunsch fürs Wochenende. Wenn ihr eine Idee habt, die hier über diesen Kanal geteilt werden soll mit anderen, könnt ihr einfach in der Kommentarspalte was reinschreiben oder wer lieber mailt, hirschhausenzuhaus@posteo.de ist auch eingeblendet. Lese ich dann und dann sehen wir uns nach dem Wochenende hier wieder. Also bleibt gesund, bleibt zu Hause, helft wo ihr könnt und bleibt munter, euer Eckart. Me. What I wouldn't give just to be left alone.